Na, verzeih mir, erlaubt mir, wenn ich erstmal die Fragen der Schwester mache, weil vielleicht muss man mein erstmal nach Hause. Darf man Bilder mit dem Fotoapparat, Handy und so weiter machen? Liebe Geschwister, das allgemeine Urteil über Bilder ist, dass es verboten ist, Bilder zu machen, wenn diese Bilder menschliche oder tierische Lebewesen enthalten. Und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, dass diejenigen, die Bilder machen, Yawmul Qiyamah, am strengsten bestraft werden von Allah Azza wa Jal. Warum? Allah Azza wa Jal wird diesen Leuten befehlen, Yawmul Qiyamah, dass sie das, was sie gemalt haben, ansehen. Sei es ein Mensch oder ein Tier, dass Allah Azza wa Jal ihnen befehlen wird, auf diesem Bild, was ihr gemalt habt, was eine Seele hat. Und daraufhin werden sie es nicht stellen. Das heißt, die Gefahr rückt von daher. Und das allgemeine Bilder machen ist verboten. Das heißt, du darfst kein Bild zeichnen von Lebewesen. Alles andere, was außer Tiere oder Menschen ist, darfst du zeichnen. Sobald man ein Bild zeichnet, dieses ist klar unter allen Gelehrten verboten. Was ist aber jetzt das Urteil über Bilder mit dem Handy? Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich angelangt, digitale Bilder. Ist dieses erlaubt oder nicht? Manche Gelehrte haben gesagt, das ist erlaubt und andere haben es verboten. Ich sage euch eins, das Sicherste ist, man hält sich davon fern. Und wallahi, mindestens auch die Gelehrten, die es erlaubt haben. Schaut mal, was sie gesagt haben. Dass man nicht übertreibt bei Bilder machen. Frage, haben die Menschen deutlich übertrieben, ja oder nein? Ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden. Wallahi, es schmerzt mein Herz. Du siehst heute Leute, der ist in Mekka. Normalerweise, wenn er nach Mekka geht und dort die Umrah macht oder den Hasch vollzieht, wird er gewaltig belohnt von Allah, ja oder nein? Aber heutzutage gehen die Leute dorthin nicht, damit sie den Lohn bei Allah bekommen. Damit es heißt, mach mal ein Foto. Nein, was ist das? Das ist Riya. Du willst jemand anderen gefallen als Allah. Und du siehst, wie er sich fotografieren lässt. Hier und da. Und das Beste heute sind Hochzeits-Flirtfeiern. Wo? In Mekka. Der geht mit seiner Frau hin, wenn wir noch denken. Ja, gibt dir. Bisschen Musik, bisschen Tanz vor der Kaaba. Das heißt, wo machen sie ihre Flitterwochen? An der Kaaba. Sagt man, Abu Mara, besser dort als woanders? Wir sagen nein. Wir sagen da nicht, wo es verboten ist. Und mit welcher Absicht ist er überhaupt dort hingeflogen? Mit welcher Absicht? Damit er ein Bild an der Kaaba schießt, kann ich dir auch einen Katalog zeigen. Dazu brauche ich nicht dorthin zu fahren. Es geht darum, dass wir uns wen nähern wollen mit so einer Anbetung. Allah Azza wa Jal. Und daher, die Menschen haben deutlich übertrieben. Wallahi! Und ich sage das, indem mein Herz blutet. Wie viele von den Geschwistern, Mann und Frau, haben Bilder voneinander im Handy, was jeder sieht. Was meine ich mit, was jeder sieht? Ja, dieses Handy gehört dir nicht. Dieses Handy wird vom GPS gesteuert. Das heißt, die Leute, die einen Eingriff darauf haben, sie sehen alle Bilder, ob du willst oder nicht. Und das, was ich euch sage, habe ich von Leuten, die auch Ahnung haben, um das zu bestätigen. Warum? Warum diese Bilder? Manche, sie fotografiert ihr Kind nackt. Ich meine, wo ist der Charme? Und das meine ich, dass die Leute deutlich übertrieben haben mit den Bildern. Eine sitzt am Tisch, bei ich weiß nicht wo, manchmal auch McDonalds, denen ist ja egal, Hauptsache sie kriegen was zu essen. Machen wir ein Foto. Das heißt, für den Orangensaft ein Foto, für den Bürger ein Foto, ein Hamburger auf dem Kopf auch ein Foto. Alles ein Foto. Subhanallah, wer hat uns sowas beigebracht? Ich frage euch ehrlich, ist das gut oder schlecht? Schlecht. Sagt man, ich brauche Erinnerungsfotos. Dann sagen wir, was ist besser, dass du ein Erinnerungsfoto hast oder dass du für die Person, an die du dich gerne erinnern möchtest, Dua machst. Was ist besser? Was sagen die Schlauen? Dua und Foto. Wir sagen nein. Dua ist besser. Foto bringt dir nichts.
Deswegen, die Geschwister, ich ermahne mich und euch. Und damit das jeder weiß, ich erlaube von mir keine Bilder und ich mache keine Bilder. Das Einzige, was ich mache, und das habe ich selbst auch damals nicht gemacht, über 6 Jahre haben wir Dauer gemacht, ohne Videos zu machen, ist, dass ich das einfach aufnehme in den Geist. Weil, wenn man einen Nutzen hat, dann ist das inshallah erlaubt. Warum? Weil dieses Bildermachen hat eine Ausnahme. Aisha radiallahu anha hat mit einer Puppe gespielt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es ihr nicht verboten. Und sie war ein kleines Kind noch im Alter von 9 oder 10 Jahren. Sie hat mit einer Puppe gespielt. Eine Puppe ist auch eine Art was Bild. Na, insofern, wenn das einen Nutzen hat, ist das etwas anderes. Wallahu ta'ala ala.